Dies ist eine kleine Vorschau, die ich am Anfang des Videos ranschneide. Genießt das Video, viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag hier zu meinem dritten Video des U-Bootes der U17, 350 Tonnen, fast 50 Meter, die sich gerade hier durch Bad Rappenau schlängeln. Das ist direkt da hinterm Haus, kommt gleich ums Eck. Ich habe mich hier schon mal gut positioniert, weil gleich die ganzen Scharen wahrscheinlich wieder mitlaufen wollen. Das sind die Vorbereitungen. Der Gabelstapler verteilt hier diese Stahlplatten auf dem Boden. Da vorne ist ein Bahnübergang von Bad Rappenau. Und gleich seht ihr das U-Boot wieder. Da vorne ist es zu sehen. Jetzt fährt das Feuerwehrauto genau davor. Da muss ich kurz mal aufstehen. Zack, jetzt könnt ihr es wieder sehen. Da kommt es ganz langsam und majestätisch durch die engen Straßen von Bad Rappenau. So, 30 Minuten später bewegt sich plötzlich doch. Da kommt es jetzt plötzlich super schnell. Offensichtlich war eine Pause, es waren jetzt, ich weiß nicht, sogar länger als 30 Minuten haben wir hier alle gewartet und keiner wusste, wieso. Da ist heute die Endposition vor dem Bahnübergang des U-Bootes. Der Gabelstapler hier ist im regen Einsatz, den ganzen Tag, um die ganzen Absperrungen, die hier überall stehen, überall hinzumachen, um diese Platten dahin zu machen. Hier fliegt eine Drohne. Noch weiter oben ist auch eine Drohne. Der Drohnenpilot muss hier aufpassen, dass er nicht in die Bäume reinfliegt. Professionelles Kameraequipment, verschiedenste Kamerateams sind vor Ort. In Hasmersheim war es THW, hier ist es die Feuerwehr von Bad Rappenau, die hier mitläuft. Und dem LKW ist hinten dran auch noch einer. Und es gibt noch einen dritten Ersatz. Ich kann ihn fast schon hier anfassen. Das U-Boot kann ich fast schon anfassen. U-Boote fahren hier eher selten durch Hasmersheim.
Vermute ich jedenfalls. Bad Rappenau sind wir jetzt. Haßmersheim war gestern. Habe ich gestern bereits schon gefilmt in Haßmersheim. Ne, vorgestern war es. Vorsicht bitte! Vorsicht mit dem Baum! Da oben bleibt es am Baum hängen. Die Fahne. Oh ja, jetzt räumt er hier die Bäume ab. Da oben findet ihr das Wappen vom U-Boot. Die Besatzung waren 22 bis 23 Personen. Die drei Delfine, die Captains sind auch dabei. Die kann man erkennen, weil sie das... Die haben das Wappen nämlich auf dem Ding. Nee, da fällt nichts runter. So ein bisschen kommt was runter. Den Ast da, den wird er jetzt abräumen. Das fällt auf der anderen Seite runter. Drüben drückt er sie wirklich kaputt, aber hier bei uns sind wir recht sicher, ja, da passiert nichts. Der Skorpion noch unten drunter. Kriegsbemalung. Den hatte ich schon in einem anderen Video gefilmt. Schaut lieben gerne auch das andere Video, ist auch sehr spannend, über den Acker und bis zum Zementband, wo sie gedreht werden musste. Und auch am Neckar habe ich den Transport gefilmt. Ich filme international auf der ganzen Welt coole Events und filme sie meistens so wie jetzt, ungeschnitten, so als sei man selbst dabei. Mit allem drumherum. Kommt dann noch ein Baum. Das fand ich spannend, hier diese Ablagerung vom Meer und Ozean. Auch cool ist dieser Ponton, dieser Tieflader, alle Räder drehen sich mit. Die kann man alle einschlagen, beziehungsweise die muss man alle einschlagen, anders geht es ja gar nicht. Da ist das Fahrzeug dahinter. Fliegt hier oben mit. Damals hätte man einen Helikopter dafür gebraucht, um das von oben zu filmen, und der hätte niemals so nahe sein können, und mittlerweile kann jeder sich so eine Drohne selbst zulegen. Ich habe selbst zu Hause auch eine sehr, sehr gute Drohne. Unfassbar. Da ist das Ersatzfahrzeug. Der Transport soll wohl zwischen 1,8 bis 2 Millionen gekostet haben. Das U-Boot selbst war selbstverständlich kostenlos, weil es sonst verschrottet worden wäre. Diese kleinen Fähnchen werden hier überall verteilt. Auch ich habe so eine kleine U-Boot-Fahne bekommen, auch Sticker und Postkarten. Gibt es extra Leute, die hier mitlaufen, um das jedem geben zu können.
Auch hier wiederhole ich, was ich im anderen Video gesagt habe. Am Pratzeltag habe ich das U-Boot bereits gefilmt, mehrfach die Drehung des U-Bootes und sogar wie ein Trial-Bike-Fahrer, quasi ein Stunt-Kunst-Motorradfahrer, hier oben drauf rumfährt und Tricks macht. Das alles seht ihr in meinem Pratzeltag-Video. In der Beschreibung unten ist meine Technikmuseum-Playlist. Dort könnt ihr alle meine Technikmuseum-Videos finden. Sind alle sehenswert. Und ich freue mich über ein Abonnement sowie Likes und auch eure Kommentare. Die helfen meinem Kanal weiter und motivieren mich, weiterhin Videos zu machen. Ich glaube, wir haben die Endposition erreicht. Hier bleibt es jetzt die ganze Nacht stehen. Und morgen geht es dann weiter. Ich werde vermutlich auch das U-Boot nochmal an einem anderen Punkt filmen. Dann habt ihr jetzt die Chance, das nochmal im Detail anzugucken. Komm, wir fangen mal hier hinten nochmal an. Ich zoome so ein bisschen ran und halte jetzt meinen Mund und filme einfach nur das U-Boot mal im Detail. Ich glaube, das war's. Vielen Dank für euer Zuschauen. Schaut die anderen Videos auch. Wie gesagt, ein Abonnement würde mich sehr freuen. Und bis dann. Danke. Thank you.